Hallo Freunde und willkommen zurück zu The Witcher 1. Wir sind hier Riss auf dem Friedhof. Und Kratzwunden, aufgebrochene Knochen. Sieht nach dem Werk von Ghulen aus. Genau das. Und da vorne treibt sich etwas herum, beziehungsweise jemand, Vetala. Gehen wir doch mal. Moment, gehen wir gleich gucken. Erstmal Ghul klatschen. Der Ghul sieht hässlich aus. Geh mal weg. So, tritt in die Eier, hat ihn erledigt. Kann man verstehen, der würde auch andere gestandene Männer ausnocken. So, könnte hier vielleicht einfach irgendwo mal ein Aalghul auftauchen. Du bist nur ein Ghul. Aalghule, deine Kollegen. Die ein bisschen mehr drauf haben. Davon braucht man nämlich noch einen. Nur dazu brauchen wir das Mark von einem von ihnen. Keine Bisse. Nur Stich- und Schnittwunden. Und Dolchspuren. Das ist nicht so gut. Da ist ein Gravier. Und das ist Vetala. Ups, wo bleiben bloß meine Manieren? Noch nie einen Ghul gesehen? Noch keinen, der spricht. Ich prahle nur ungern, aber ich bin was Besonderes. Meine Anverwandten knurren lieber. Ich fand einige Menschenleichen. Hey, das war ich nicht. Ich esse keine Lebenden. Aber ich sag euch, wer es war, wenn ihr mich nicht abmurkst. Okay. Einverstanden. Die Spitzohren, sie plündern Gräber und schleichen herum. Wer in ihrem Weg rumsteht, dem machen sie Löcher überall rein. Und euresgleichen? Ihr lasst sie in Ruhe? Sie schmecken scheußlich und sie bringen uns Essen. Danke. Nun verschwindet. Man sieht sich. Ja, da haben wir das Vergnügen gehabt, Vetala kennenzulernen. Und da vorne sind auch die Skoyatel. So, erstmal hier das Geißblatt. Die können wir ja jetzt looten. Können wir mal ein paar mitnehmen. Und dann fragen wir mal die Skoyatel, was das denn soll hier. Guten Tag. Was sucht ihr hier, Hexer? Mörder. Dann besucht die Stadt. Sie wird von einem verbrecherischen Volk bewohnt. Wir kämpfen ums Überleben. Menschen verstehen nur Gewalt. Und das ist, was sie von uns bekommen. Ich bezweifle, dass ihr lange lebt. Ihr droht uns, Däune. Aber ihr sollt wissen, dass noch 6 Affenmenschen, auch Frauen und Kinder in der Gruft sind. Mit den Ghulen. Wenn ihr uns tötet, seid ihr niemals rechtzeitig dort. Helft ihnen und wir sind frei. Entscheidet euch, Mutant. Das ist einer der Gründe, weshalb ich die Skoyatel nicht leiden kann. Die nutzen wirklich jedes Mittel. So, Moment. Wir brauchen eine Katze. Katze, 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 Katze. Da, Katze. So. Wo haben sie die denn hingebracht? Der ist tot. War auf jeden Fall irgendwas. Hier ist ganz viel nichts. Ja, hier hatten wir Raimunds Leiche gefunden. Mal kurz. Ja, natürlich nicht. Ein Fass. Mit einer Fackel, die wir nicht brauchen. Okay. Ich höre Schwerter klirren. Okay, da ist auch ein Aalghul bei, das ist gut. 2 Aalghule. Ja, nein, ich hab die Falle zu tun. Nein, wenn man weggekriegt, kann das sein. Leute, zu Hilfe! Ja, ich bin doch da. Meine Güte. Geduld. Ihr habt uns vor dem sicheren Tod bewahrt. Danke. Die Elfen hatten uns den Ungeheuern ausgeliefert. Es tut mir leid, aber eure Freunde sind tot. Wir hörten schreckliche Schreie aus diesen Korridoren. Die Ungeheuer müssen sie... Geht hinaus.
Ich habe die meisten von ihnen getötet. Der Weg sollte jetzt frei sein. Melitele sei Dank. Und ihr sollt gesegnet sein. Ja, bitteschön. Jetzt lasst mich hier mal die Leute looten. Ich brauche vor allem die Algule. Ich brauche nämlich das Mark. Dann haben wir nämlich noch die Quest erledigt. Sehr schön. So, das heißt, wir müssen demnächst nochmal zu Kalkstein. Das können wir aber auch von Triss aus. So, wir gucken uns nochmal kurz hier hinten um. Vielleicht finden wir noch irgendwas Interessantes. Kannst ja mal versuchen. Eine alte Truhe. Da ist wahrscheinlich wieder eine Fackel oder ein Dolch oder sowas drin, ne? Weil das wurde merkwürdigerweise alles nicht resettet. Und ein Flatterer. Und auch. Schreib ihn nicht so an. Unempfindlich. Ach. So. Jetzt mal. Meine Güte, wieso hältst du so viel aus? Ist voll nicht in Ordnung, Kumpel. Na komm. Dankeschön. Okay, das hat sich nicht resettet. Ah, noch zwei Flatterer. Dann. Hier halt. Mach doch mit zu. Jetzt steht da schön zweifacher Angriff-Kombo und dann schlägt er nicht dazu. Ich hab schon mal was mal einen Schrein gesagt, Jungs. Gut, jetzt hier. So. Wieder noch. Schön. Meine Güte. Kurz gucken. Nicht zufällig irgendwie. Aber wir könnten das Weihwandfleisch essen. Na komm, nehmen wir mal ein Weihwandfleisch. Bringt nicht so viel an Heilung. Aber immer noch besser als nichts. Und besser als dafür eine Schwalbe zu verbraten. Na gut, dann gehen wir mal wieder raus. Haben wir das alles erledigt hier unten. Können Sigi melden, dass wir die Elfen vertrieben und die Menschen gerettet haben. Beziehungsweise die Elfen laufen lassen mussten, um die Menschen zu retten. Ich denke mal, er wird unsere Entscheidung nachvollziehen können. Und... Oh, noch ein Gravier. Hallöchen. Dich töte ich noch. Gibt schöne Erfahrungspunkte. So, und Vitala werden wir, glaube ich, nie wiedersehen. Der... Ja. Der war nur mal kurz da, um Hallo zu sagen. Mongol. Geh. Hättest du auch einfach im Boden bleiben können. Schön. So. Siegfried. Wir haben Infos. Infos und ein paar gerettete Menschen. Ich glaube, das stimmt ihn zufrieden. Und dann können wir wieder ins Händlerviertel gehen, um da mit dem königlichen Jägersmann zu reden, um uns die Belohnung abzuholen für den Wyvern-Kopf. Und dann können wir die nächsten Quests annehmen. So, Siegfried. Ich bin ganz Ohr. Das Friedhofsproblem ist gelöst, aber... Was ist passiert? Abgesehen von dem sprechenden Ghoul spielten auch die Skoyatel eine Rolle. Sie raubten Gräber aus und töteten jeden, der ihnen im Weg stand. Ein sprechender Ghoul? Habt ihr ein Elixier zu viel getrunken? Was ist passiert? Ich rettete die Menschen, die sie den Ghoulen vorgeworfen hatten. Aber die Mörder flohen. Ewiges Feuer! Wie ein wahrer Ritter! Grämt euch nicht, meine Einheiten werden die Mörder fangen. Das verstehe ich nicht. Ihr habt Unschuldige gerettet. Besser konntet ihr nicht handeln. Dafür verdient ihr einen Bonus. Ich bin stolz auf euch. Yep. Deshalb, Menschenleben gehen vor. Auch vor Gerechtigkeit, meiner Meinung nach. Zumindest in solchen Fällen. Sieht nicht so aus, als wäre es bald vorbei. So, jetzt aber über den Friedhof zurück zum Händlerviertel. Denn dort gibt es noch einiges zu tun. Und naja, wir kommen zumindest voran. Das ist schon mal viel wert. So, Händlerviertel-Tor. Da wollen wir hin.
Nochmal Geistblatt könnten wir uns zwar holen, aber können wir auch gerade mal sein lassen. Mit dem lege ich mich jetzt nicht mehr an. Auf den habe ich gerade keine Lust. Außerdem können wir bei Triss mal sagen, dass wir unseren Auftrag erfüllt haben und die magischen Sphären platziert haben. Das heißt, sie kann jetzt mit ihrer Triangulation ihrer Kreisteilung anfangen. Was bringt Geld? Ein Riesen. Wyvern, ja. Ein Halb. Ja. Ich habe 600 O. So, dankeschön. 600 Orans. Dankeschön. Lebt. Dann brauchen wir nur noch den Wolf. Und zu dem kommen wir auch noch. So, aber erstmal. Wir hatten Level Up Session. Möchte ich nochmal zu dem Buchhändler. Ein Hexer, versteckt eure Frau. Denn wir haben ja genug Geld, um uns die zwei Bücher jetzt noch zu kaufen. Die sind. So, der letzte Wunsch für 800 und dann hatten wir noch was für 600. Das hier, das war die Fischleute, genau. Genien des Feuers, Ifrit. Ja, dann lernen wir die Ifrits auch nochmal neu kennen. Gegen die haben wir ja schon gekämpft. Also zumindest gegen einen. Nämlich als wir gegen Azayavet gekämpft haben. Der hat ja einen beschworen, der Drecksack. Beziehungsweise bevor wir gegen ihn gekämpft haben. So. Dann gehen wir jetzt eben zu Triss, sagen ihr Bescheid, holen uns bei Kalkstein unsere Belohnung und kommen dann wieder hierhin zurück. Ein Hexer, versteckt eure Frage war jetzt, wo... Ach ne, da oben war theoretisch der Dingens. Ich werde von einem kleinen Jungen verfolgt. Hat euch die... Niemand schickt mich. Vergebt mir. Man hat mich vom Markt verjagt, weil ich der Zunft nicht beitreten wollte. Ich interessiere mich nur für euer Angebot. Entschuldigt mein vorschnelles Urteil. Seht euch um. Erstmal zeig ich mir mal deine Ware. Nur den ist schon mal. Der war doch eigentlich auf dem Markt. Ich bin verwirrt. Egal. So, du kriegst das und wir sparen immer noch auf die Rüstung. Warum willst du der Zunft denn nicht beitreten? Warum wollt ihr der Zunft nicht beitreten? Jemand versucht, die Zunft zu übernehmen. Außerdem hasse ich Vorschriften, die mich zwingen, den einen gratis Waffen zu geben und mit anderen keine Geschäfte zu machen. Wer will die Zunft übernehmen? Jemand mit mächtigen Beziehungen. Selbst die reichsten Kaufleute fürchten ihn. Eine große Menge Waffen wurde bestellt. Die können nur für den Großmeister oder den König von Nutzen sein. Okay. Danke für die Information. Viel Glück. Gern geschehen. Informationen sind immer gut. So, ich zeige euch mal einen kleinen Shortcut. Wir können hier nämlich in den Wachturm rein. Können wir einerseits die Stadtwache ausrauben. Ohne, dass die was dagegen macht. Ja, in diesem Spiel geht das noch. Orens. Das Ding ist, glaube ich, ziemlich viel wert. Wenn man es verkauft. Außerdem braucht man ja eigentlich keine Fackeln, wir haben ja Katzen. Apropos Katzen, ich glaube, wir müssen nochmal neue brauen demnächst. Ja, wir haben keine Katzen mehr. So, und jetzt sind wir hier oben. Kann zwischendurch ganz praktisch sein, gerade wenn man vergesst eure da vorne hin will oder so. So, das nehmen wir mit. Weiß Mörder einfach, weil wir hier gerade stehen. Ja, aber braucht man, glaube ich, auch ziemlich wenig. Beziehungsweise gar keine. So, wir wollten zu Triss Haus. Der Regen soll aufhören. Da vorne müssen wir hin. So. Triss hatte auch einen Teleporter. Ich weiß nur nicht mehr genau wo, aber erstmal. Hi Triss. Geralt. Ich habe die Sensoren angebracht. Ich weiß. Ich habe die Quelle der Anomalie bereits gefunden. Wo?
Ein Knabe namens Alvin in Majorans Krankenhaus. Wie kann denn ein Kind die Ursache sein? Ihr habt alles vergessen. Er besitzt große Macht. Zweifellos fließt älteren Blut durch seine Adern. Älteren Blut? Das Geschenk Laras. Wir müssen Alvins zerstörerische Fähigkeiten zügeln. Holt ihn schnell aus dem Krankenhaus. Ich werde sehen, was ich tun kann. Aber werde ich ihn einfach so mitnehmen können? Nicht ohne weiteres. Eure Freundin Shani weigert sich, ihn mir zu überlassen. Sie hat keine Ahnung, was der ganzen Stadt bevorsteht, wenn er außer Kontrolle gerät. Ich weiß nicht, wie ich mit ihr reden soll. Sie ist eure Freundin. Einigt euch mit ihr. Ich wäre euch dankbar. Noch eine Sache. Kinder des älteren Blutes ziehen Kreaturen aus dem Jenseits an. Gespenster und Geister. Diese Schriftrolle könnte euch nützlich sein. Dankeschön. Wir sehen uns später. Dann hat Alvin mal wieder Probleme. Beziehungsweise Alvin bereitet mal wieder Probleme. Okay. Das haben wir doch schon. Das Devries-Extrakt hier oben. Wenn das ehrlich gesagt das... Das Band ist ja eigentlich für die Bomben immer gewesen, oder? Na gut, wir müssen, glaube ich, nach oben. Irgendwo da oben müsste der Teleporter sein. Ich glaube auch an ihrem Spiegel. Gucken wir mal kurz. Ja, Teleporter bei Triss ist... Es ist sogar der Spiegel. So, wir müssen zum Turm im Sumpf. Dann können wir nämlich bei Kalkstein den Al-Ghul-Vertrag abgeben. Dann haben wir den auch endlich mal erledigt. So, Kalkstein. Ja. Ich bin... Habt ihr... Ja. Trefflich. Dankeschön. Was machen denn deine Forschung? Was machen eure Forschungen? Ich habe eine neue Theorie. Ein Meilenstein der Alchemie. Alles besteht aus Teilchen, die so klein sind, dass man sie nicht sehen kann. Mhm. Atome. Sie sind ständig in Bewegung und wirken aufeinander ein. Ich kann es noch nicht beweisen, aber ich arbeite daran. Vielleicht könnt ihr mir später davon erzählen. Ja. Mal kurz mit dir handeln. Können wir zumindest die Flatterer von Zinnelevel Sahin ja nicht mehr haben. Sonst noch irgendwie ein bisschen was. Ja, kann man ein bisschen mehr von euch hier verkaufen. Ich meine, davon kriegen wir eh immer genug. Also gehen wir mal auf 15 runter immer. Das gibt viel Geld hier. Das war doch ein netter Tausch. So, hier gehen wir mal. Kriegst mal noch 9. Hier kriegst du auch noch ein paar. Ist zwar, das meiste ist immer nur ein Ohren wert. Ist halt kein Ohren, ne? So, dann das hier noch. Sonst noch irgendwas so extrem viel von. Nö. Doch, ein bisschen lieber. Dankeschön, kriegst du nochmal 10 Stück. Dankeschön. So, wir müssen noch den Wolf suchen, der sich, glaube ich, irgendwo in den Sümpfen rumtreibt. Den werde ich zwischen den Folgen suchen, beziehungsweise ich werde einfach mal nachgucken, wo ich ihn finde. Und wir werden mal eben zu Vaska gehen. Denn ich meine... dass die für uns auch noch was haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir werden es sehen. Platzsäuger ignorieren. Einfach alles ignorieren. Die ganzen Gegner gehen einem sonst nur auf den Sack über da, auf Dauer. So, ich glaube, jetzt sind wir bei Großväterchen, genau. Beim Kannibalen Großväterchen. Ja, hätte der keine guten Infos für uns gehabt, dann wäre er tot. Wir sind ja ein ehrlicher Hexer. So. Ich meine, hier treiben sich jetzt in der Nähe auch plötzlich Kikimoren rum. Ja, da hinten. Ich glaube, Vaska gibt uns sogar den Auftrag, ein paar von denen zu töten. Ich verfluche euch im Namen der Götter. Seid gegrüßt. Vieles hat sich verändert. Stadtvolk hat unseren Sumpf überrannt. Wer sind diese Fremden? Trockene. Wie schrecklich. Sie vertrieben die Holzfälle. Viele wurden ermordet. Sie verschleppen unsere Familien. Die Wassergötter sind erzürnt.
Nur die Droiden wagen es noch, im Hain zu bleiben. Geschah sonst noch etwas während meiner Abwesenheit? Ein großer Kampf tobte zwischen einem Mann mit feuriger Seele und einem Elfenfürsten. Wer hat gewonnen? Unsere Götter obsiegten. Gepriesen seien sie. Kann ich euch etwas fragen? Was? Kannst du mal aufhören, in irgendwelchen dämlichen Rätseln zu sprechen? Das wäre voll gut. Zwergenbrand, oh cool. Den nehmen wir doch, daraus können wir auch Tränke machen. Der ist ziemlich selten. Ja, okay, so viel wert ist er nicht, aber... So, du kriegst den ganzen billigen Alkohol, den keiner von uns trinken will. Das hier kriegst du noch... Außerdem scheint sie ja noch einen Auftrag für uns zu haben. Aufträge nehmen wir immer gerne an. Was? Aber erstmal erzähl mir von der Schlacht. Erzählt mir von dieser Schlacht. Der Mann mit der feurigen Seele kam mit seinen in Stahl gekleideten Brüdern. Sie erzürnten die Götter. Dunkle Wasser sogen sie hinab. Er, der mit einem Herzen voller Hass durch Schatten schreitet, stellte sich ihnen entgegen. Sie fochten eine schreckliche, wilde Schlacht. Rot färbten sie die Wasser. Wer gewonnen hat, fragt ihr? Das Feuer oder der Schatten? Meine Antwort lautet: keine. Danke. Noch weitere Fragen? Jo. Ich hörte, ihr habt Probleme. Wie der Ertrunkene? Ja. Aber wir haben ein anderes Problem. Sprecht, Vaska. Banditen mit Salamanderabzeichen zwingen meine Leute, Kräuter zu sammeln. Das ist äußerst interessant. Sie teilen unsere Leute in Gruppen ein. Bewaffnete Wachen beobachten sie. Wo sind sie? Eine Gruppe sah ich beim eingestürzten Turm. Bitte helft ihnen. Ich werde euch belohnen. Ihr Boss, Roland Bleinheim, ist ein böser Mann. Tötet ihn. Genau das werde ich tun. Ich wollte gerade sagen, das sind Salamandra, die töten wir natürlich. Hallo? Wo ist meine Katze? Achso. Ich dachte, was wird mir denn hier angezeigt? Beim eingestürzten Turm, sagt sie. Machen wir eigentlich hier noch eine Benutzermarkierung? Mal gucken wir mal kurz. Die Quelle ist das, ne? Ne, das ist das mit Albin. Erntezeit. So, das werden wir in der nächsten Folge machen und ich werde mal gucken, wo wir den großen Wolf finden. Bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr zu The Witcher 1. Bis dahin, ciao Freunde.